Das ist sehr offensichtlich. Die Frage ist nur, wo ist der Anfang? Ist der hier irgendwo? Oder ist der da hinten rum irgendwo? Da drüben ist ein Weg, die Klippe runter. Wenn du die große Rutsche ins Verderben meidest. Ja, den Weg. Den meinst du. Ja, aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Bro. Das ist ja jetzt die große Quizfrage, vor der wir hier jetzt gerade stehen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, probier es hier nochmal. Wie gesagt, das ist wieder irgendeine kleine Rille in der Wand, die ich übersehen habe. 100 Pro. Ist wieder was komplett Offensichtliches. Ich schwör's euch. Ist es immer bei sowas. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier mal den Schnitt. Und ich schaue weiter mit Sam, wo es hier weitergeht. Bis gleich. Vielleicht können wir uns wieder an die Balken abseilen. Ist ein Versuch wert. Wollt ihr mich veräppeln? Daran können wir hochklettern. Ja, also es gab doch keinen Schnitt. Sam wollte mich ärgern, der Arsch. Das ist wieder typisch Vorführeffekt. Ist das kalt? Ich sag doch, das ist wieder sowas scheiß Simples, wo jeder Mensch draufkommt. Wow. Hier lang. Oh Gott! Oh, 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 fuck, 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 fuck! Heilige Scheiße! Hey, sei vorsichtig an der Ecke da! Sam? Sammy? Kommt er nicht? Wo ist er? Sam? Ah, ich höre ihn. Achtung! Das war unglaublich! Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Bro, geh mal da weg! Oh Gott! Ich sag doch, das ist irgendwas Offensichtliches, wenn man es gefunden hat, dass man davor sitzt und sagt, ja, natürlich. Hoffentlich hält's. Ja, darauf, dass wir weich landen. Oh Gott! War das kein Fehler? Ja! Oh fuck, fuck, fuck! Gut, so tief wollte ich jetzt nicht runter. Alter. Hier von irgendwelchen. Hier unten! Das Blindenteil ist gebrochen! Ist hier von irgendwelchen Steinen erschlagen! Oh Gott! Du machst echt viele Sachen kaputt. Besonders Klippen. Wem sagst du das? Ja. Okay, los geht's! Uah. Das ist auch. Uah. Okay. Ja, was hab ich gesagt? Ja, ja, ja. Okay, warte. Mal sehen, was wir noch. Mach doch alles kaputt. Ach, oh, schön. So cool. Oh, ich feiere es. Das liegt wohl in der Familie. Ja, das wird's wahrscheinlich tun. Ah, Freunde, wollt ihr euch. Ich fühle meine Hände nicht mehr. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ah, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Warte, ich helfe dir hoch. Könnt ihr das Gespräch beenden, wenn wir oben sind? Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Jetzt will ich aber auch einen heißen Kakao. Ah, schön. Unterhalten die sich da Meter weiter unten an der Klippe. Es ist schön. Einfach, es ist einfach nur schön. Uncharted 4, Freunde. Es ist schön. Los. Ah. Und es wird weiter geklettert. Ah. Hopp, hopp, hopp.
Immer schön im Takt bleiben, Sam. Mensch. Okay, es geht runter. Abwärts! Diesmal gewollt. Wir nähern uns, Rafe. Ich weiß. Wird aber langsam auch mal Zeit. Ist das nur der Typ? Das kann ich mir, wenn ich ehrlich bin, nicht vorstellen. Scheiße, den da drüben habe ich zu spät gesehen. Scheiße. Ach, Freunde! Boah, ich habe in Uncharted einfach kein Talent für Schleichen. Wenn man keine Deckung hat, muss man sich selber welche machen. Die geben nicht so schnell auf, was? Ne? Alter, schon wieder hinter mir! Scheiße! Doch sicher darüber reden? Vorsicht! Du Pisser! Ja, ja, komm her, du Sau, ich seh dich. Renn du mal vor, Sam. Tu mir aber den Gefallen, sterb mir nicht weg. Währenddessen... Aua, aua. Ach du Scheiße, wie viele stehen denn da oben? Fuck. Granate. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Tschüss. Schon wieder die Running Mans. Habt ihr sie gesehen? Die sind wieder unterwegs. Hör auf mich zu ballern. Gut, wir sind sicher. Was das mit den Idioten? Ja. Ja, der muss richtig dick Geld machen. Der muss richtig dick Geld machen. Aber so langsam sollten seine Männer ihm auch ausgehen. Irgendwann hat alles hier auch ein Ende. Jui. Jui. Das hat Spaß gemacht. Hat uns, glaube ich, nicht vorangebracht, aber es hat Spaß gemacht. Und darum ging es hier hauptsächlich, ne? So, wo soll's jetzt hin mit uns? Was mache ich hier schon wieder für eine Kacke? Lass los! Runter? Oh, da unten ist das Schiff. Kann ich da runter? Ich glaube, das überlebt er nicht, ne? Aber wir können eventuell... Oh, ich wollte gerade sagen, halt dich da bloß fest. Meint ihr, das schafft er? Das ist zu hoch, ne? Das ist viel zu hoch. Und hier, an der Seite? Ich würde gerne runter zu diesem scheiß Schiff. Einfach, weil es mich gerade interessiert. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh Gott, ich werde es bereuen! Ich hab's bereut. Ich dachte, man kann da irgendwie so runter switchen zu dem Schiffswrack. Ich wäre da gern mal hingegangen. Dahin. Da müssen wir wahrscheinlich auch hin, aber. Wir sind sicher. Hoffentlich war es das mit den Idioten. Ja. Das ist ärgerlich. Irgendwie muss man da doch runterkommen. Ich will zu dem Schiffswrack. Macht mich schwach. Aber ich glaube nicht, dass wir das so schaffen. Nein. Das eher weniger. Gott! Ich mach's jetzt hier gerade unnötig spannend. So. Stock und Stein. Können wir hier vielleicht runter? Nein. Das Navi sagt nein. Bitte rechts abbiegen. Da hinten wieder schön fein am Rumballern. Müssen wieder Aggressionen abgebaut werden. Keine normale Pistol-Muni mehr hier, Freunde. Ah, ich habe ja noch die Uzi und die AK. Ja, munitechnisch geht es jetzt wieder ein bisschen besser. Das Teil kann doch hier jetzt nicht nur dafür sein, um hier rüber zu springen, Freunde. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Rüber! Oh Gott! Ist hier unten Tolles? Loot!
Ah, ich bin kein Fan von Schrotflinten, zumindest nicht in Uncharted, Freunde. Ich mag Running Mans nicht, auch wenn ich selber ein Running Man bin. Jetzt sind wir hier wieder angekommen, ne, wo wir am Anfang waren. Das war nichts in der Sache. Okay. Okay. Oh Gott! Hier muss man sich aber auch erstmal in aller Ruhe die Zeit nehmen, sich das Level anzuschauen. Weil ihr seht's gerade. Gut, ich lenke mich selber ein kleines bisschen ab mit meinen Kabriolen, die ich hier mache. Zugegeben. Geschenkt. Aber da die Level doch schon sehr groß und weiträumig. Ich wollte an die Kante springen. Da die Level doch schon sehr groß und weiträumig sind, kann man, muss man hier echt gucken, ne? Weil ebenso hier einfach durchfetzen geht hier nicht. Das sind halt so die Sachen, weswegen ich eigentlich ungern jemand bin, der Blind-LPs macht. Weil ich bin da selber kein großer Fan von. Mit dem ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Jetzt kriege ich den Hinweis. Finden Sie den Weg zur Höhle? Da war ich doch gerade, oder? Ja. Dieser Hinweis ist bei Uncharted dafür gedacht gewesen, du brauchst zu lange, ich zeig dir jetzt mal hier was, bevor du böse Kommentare ins Internet schreibst bei Amazon und eine Sternebewertung gibst, weil du zu blöd bist, dir die Geduld zu nehmen, in Ruhe zu schauen. Deswegen sind diese Hinweise drin. Da sind nicht die Entwickler dran schuld, da sind die Gamer dran schuld. In der Höhle war ich doch gerade. Nee, in der Höhle war ich nicht. Hoppala. Das muss man erstmal finden hier. Vorsicht, die könnte nach der Explosion instabil sein. Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey Sam. Hey, Sam, komm her. Hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Dann haben wir ein Problem. Oh Gott. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Es ist atemberaubend von der Atmosphäre, Alter. Ach, schön, 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 schön. So, es wird weiter geklettert und gerutscht. Natürlich eins. Oh Gott, vier! Egal wie oft ich es mache. Es ist immer wieder Adrenalinstoß. Liegt hier was? Nein, natürlich nicht. Hier gibt es nichts für den guten Wishes. Und das, merkt ihr das, dass es immer mehr anfängt zu schneien, je höher wir kommen und je weiter wir im Level sind? Das wird schon klappen! Oh Gott. Wir haben heute schon viel schlimmere Sprünge geschafft, Sam. Den packen wir auch noch. Was ist los, Opa? Ja. Schon sehr in die Jahre gekommen. Die 15 Jahre Knast haben dich einrosten lassen, hey, mein Freund. Sei bei denen super vorsichtig. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Bei Balken hat der gute Nate schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Siehe an Uncharted 2! Oh Gott! Mist. Weißt du noch? Super vorsichtig! Danke! Oh Gott! Ah, oh, fuck! Hoch! Okay, alles gut. Alles gut. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Spring! Ich würde da ja nicht so lange hängen bleiben. Ja, alles klar. Man muss ja hier gucken, ob Bruderherz auch wirklich hinterherkommt. Neuer Tagebucheintrag. Ich will natürlich gleich lesen. Halt. Wasserrad als Antrieb. Aufzugssystem, versunkenes Schiff absichtlich versenkt. Haben Sie hier Schätze hinaufgeschafft und die Schiffe versenkt, um den Eingang zu verbergen? Piratenweg. Okay. Gut, das System mit Nates Tagebuch ist in diesem Teil wirklich ein bisschen anders aufgebaut. In den anderen Teilen hat das Ding Lösungen gegeben. Jetzt stellt es nur noch Fragen. Auch eine Möglichkeit, ne? Ja, wie gesagt, sollten wir uns die anderen Teile mal anschauen.
werdet ihr sehen, was ich meine und könnt euch davon nochmal ein eigenes Bild machen. Auch wenn ich immer noch empfehle, die Dinger auch ruhig selber zu spielen. Der Einser ist jetzt nicht so vergleichbar mit den anderen Teilen, der ist noch ein bisschen was Eigenständigeres. Aber er ist trotzdem noch ein gutes Videospiel. Der Sturm wird stärker, wie sieht's aus? Sully! Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Es sieht einfach total genial aus. Musste ich jetzt machen. Sorry, Freunde. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Oh, kalt. Was hast du erwartet? Eine Bodenheizung? Oh, sieht das geil aus. Ja, wer weiß, was wir hier jetzt noch finden werden. Ein kleinerer Umweg war es schon. Aber ich erwarte Großes nach diesem... Komm, hier durch. Zum Glück hab ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen? Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Hartem Aufstieg. Der Piratenhöhle? Ja doch. Piratenhöhle, das ist eine schöne Belohnung. Ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Wasser ist nicht immer gut. Dann schauen wir mal. Sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Okay, wer würdig ist? Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Also hast du fertig gequatscht? Ich würde mir gerne mal... Was hat als Antrieb Tus Siegel? Was macht er in Schottland? Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Na, dann hoffen wir mal, dass wir würdig sind, ne? Sonst haben wir Probleme. Geschichte kann sich irren. Wie es scheint, in diesem Fall schon. Vielleicht... wir werden sehen, was hinter Henry Avery und Tus steckt. Dass sie beide mit der gleichen Flotte starben. Oh Gott! Oh, schon okay. Sie hält. Los! Ich würde schnell machen, bevor sich die Brücke es anders überlegt. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Datenvorschrift. Nicht schlecht. Was eine miese Lache. Und ich würde auch mal sagen, diese Stelle nutze ich jetzt einfach mal, um Schnitt zu machen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir weitermachen mit Uncharted 4 und weiter die Piratenhöhle erforschen werden. Ihr seid auf jeden Fall würdig.
wieder dabei zu sein. Bis dahin, Freunde, haut rein, ich wünsche euch was. Euer Huschis. Sagt Tschüss, Sam.